Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Am Start haben wir hier den Wallard. Moinsen. Und den Firefall. Hiho. Hiho. So, wir sind immer noch in der Höhle und ihr seht ja hier in meinem Crafting-Menü, was ich hier habe. Ja, genau, mir dauert es jetzt zu lange. Wir gehen jetzt mal und vernichten mal ein bisschen was. Dum-di-du, dum-di-du. Also wenn es knallt, nicht wundern. Was? Ja, du willst was sprengen. Ja, mindestens. Aber nicht die Lava. Bumm. Was zum Teufel? Das war ein Creeper. Nein. Mindestens, das war ein Creeper, definitiv, ich schwör. Ja? Hört sich aber ein wenig anders an. Oh, ich hab die erst gefunden. Gehen die eigentlich auch kaputt, wenn es sprengt? Freilich. 4 Dias gefunden. So. Oh, 1, 2, 3, 4. Achtung, Sprengung! Jawoll, ja! So, krach, zack. So muss das. So muss das sein. Mindestens. Das geht. So kommst du echt mal schnell voran. Das macht Spaß, wenn es mal Bumm macht hier. So, ich habe noch 3 Stück. Das müssen wir ausnutzen. Das Krachen. Mach ich auch. So, Achtung, die letzten 3. Jawohl, ja. Oh, die Sprengung hat Diamanten freigelegt. So, das sieht doch schon mal viel schöner jetzt aus. Und ging ratzfatz. Leider haben wir nicht genug Sprengpulver. Ich hoffe, das wird sich noch im Laufe der Zeit hier ändern. Dann können wir hier noch ein bisschen rumzündeln. Findet sich bestimmt noch was Ähnliches. Definitiv. So. Dum, 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 dum. Okay. Wir haben insgesamt 50 Diamanten jetzt erbeutet hier unten. Ja, 50 Diamanten. Guck dir aber auch mal das Loch da an, da hast du da. Was da gebuddelt wurde, ne? Ja, trotzdem, 50 Diamanten, das ist schon geil, ne? Also, da haben wir echt einiges hier schon gefunden. Ja. Ich hab da jetzt mal alles zusammengetragen, alle Diamanten aus allen Kisten. So, und wir haben jetzt auch noch insgesamt an Slimebällen. Moment. Siebzehn Stück. Aha. Also das ist doch echt ein guter Schnitt. Ja. Kann sich sehen lassen, ja.
schleimige Masse. Ich als geschulter Hobby-Sprengmeister, das geht immer. Ich habe ja damals viel mit TNT gespielt. Kumpel hatte mal einen Server gemietet. Wir hatten damit TNT rumexperimentiert und naja, wir haben es ein klein wenig übertrieben, der Server ist down gegangen. Warum war mir das nur so klar? Was? Dass du sowas schaffst, den Server down gehen zu lassen. Naja, wir hatten halt ausgetestet, wie das so ist mit einer Menge TNT. Du bist nicht mehr auf den Server gekommen. Na klar, wenn er abgeschossen ist. Aber richtig. Da ging nichts mehr. Und das Geile war ja, als der den neu gestartet hatte, spackte der Server noch eine ganze Weile rum. Ja, das ist normal. Allgemein, ne? Ja gut, wir waren im Kreativmodus und naja, da geht sowas mal schnell, weißt du? Warst du halt mal übermütig. War aber cool, die Zeit, also. Ich glaube, ich habe sogar noch die Welt auf meinem PC. Das ist noch aus der Beta 1.7.3. Wenn mich nicht alles täuscht. Also noch eine alte Map. Müsste ich glaube sogar noch hier auf meinem PC haben. Kann ich ja mal im Privatserver nochmal machen. Kann ich es euch ja mal zeigen. Warum? Oh. Wieder ein Fingernagel. Ach. Ich habe mir gerade drei neue gemacht. Man will ja hier irgendwann mal wieder Tageslicht sehen. Wir haben hier oben noch die Schenke, die wir bauen müssen. Wallert muss ja noch das Dach bauen von dem hier Hafengebäude. Und dann kommen wir oben mal wieder zu was. Und werden wir dann oben halt wieder bauen. Sind ja hier unten ja dann denke ich mal, alle Fackeln weg. Ja. Und dann kann hier unten wieder alles in Ruhe spawnen. Kann man ja regelmäßig hier runter. Genau, du machst halt ein schönes Schlachtfest, sammelst XP. Muss da ja noch die Linien nach oben ziehen, die beiden. Und oben muss das. Ja, ist ja nur noch ein kleines Stück, oder nicht? Was nach oben gezogen werden muss? Das Stück, was da eigentlich schon fertig war. Das soll neu gemacht werden. Ja, was. Zwei reingelegt, also insgesamt. Ja, aber viel ist es ja dort nicht. Und dann oben nochmal einen Ankommen und einen Losfahr-Dingens. Also das gleiche Prinzip, was hier unten auch ist, muss er oben nochmal hin. Das soll ja kein Problem sein. Das dürfte ja dann, denke ich mal, dort oben recht schnell gehen, oder? Ja. Ich meine, du weißt ja jetzt, wie du das bauen musst wieder. Denke ich, und wenn ich gucke, ich unten nochmal nach. Nicht weg, Mann, die habe ich gerade gesetzt. Lass. Ach so, wieso? Hä? Sag ich dir gleich, siehst du auch gleich. Alles, was rechts davon ist, das kannst du dann wegmachen. Ich brauche Sprengpulver. Hm. Sprengen macht Spaß. Warum glaube ich dir das aber nur?
Das ist irgendwie hier mein Ding. Ab und zu mal was sprengen. Das hab ich ja auch damals oben bei der riesen Ebene gemacht. Da habe ich auch Sprengpulver benutzt, also hier TNT, um da die ganze Ebene teilweise mit zu ebnen. Ich glaube, da war Wallert und Tuffy noch gar nicht hier mit auf dem Server. Also, nee. Da habt ihr Klöppe noch gar nicht hier mitgespielt, ne? Teilweise. So zum Ende hin, wo du gesprengt hattest da. Aber dann waren wir ja dabei und haben mitgeholfen. Jo. Den Berg da. Ob da ging es ja richtig fix eigentlich. Jo. Ob es war wohl eine Schweinearbeit da oben, ne? Buddel gerne, also so ist das nicht. Nö. Ja, wir haben trotzdem einige Folgen da oben. Ja, das stimmt. Und der nächste Spitzhacke hinüber. Das sind eine Menge Fackeln, die wir entfernen müssen. Joa. Das hat's halt so für sich, ne? Wenn man so eine große Höhle baut. Ach, das Ding ist ja mördermäßig groß. Sollte sich auch lohnen. Ja. Dann wissen wir aber auch von den Zugängen her sofort absichern und die Fackeln bis in den Zugängen auch noch wegnehmen, damit nicht zu viel Licht reinkommt, überhaupt allgemein, damit auch maximales Spawnverhältnis stattfindet. Das dürfte doch eigentlich doch schon so gegeben sein, oder? Boah, unter dem Lava jetzt definitiv. Weil die natürlichen Beleuchtungen gelten sozusagen nicht. Okay. Das spawnen die Monster trotzdem. Man hat hier gesehen an dem Bein. Jo. Genau das habe ich jetzt isoliert. Deswegen diese Mauer. Die gesamte Ecke da unten drunter ist jetzt isoliert. Wenn das Hafengebäude fertig ist, muss ich ja bald ein Schiff anfangen, wa? So, was sollst du tun? Du brauchst eine Menge Wolle, wir müssen Schafe züchten. Schafe haben wir ja noch gar nicht auf dem Hof. Nö. Müssen wir Schafe suchen gehen. Und was willst du jetzt mit der Wolle dann? Als Segel. Weil das wird ja ein großes Segelschiff. Ja, das stimmt. Und mit der Schafswolle kannst du halt super die Schiffssegel machen. Oder brauchst du auch nochmal eine Menge Rohholz? Das Ding wird ja dann auch einen russischen Tiefgang haben. Da kennst du dich mit aus. Und ja, da hab ich sogar noch einen Safe Game von mir da. Da ist sogar übrigens die Kirsche drauf, die ich damals mal gebaut hatte.
könnte ich euch ja auch mal demnächst zeigen. Da ist dein Nagel abgebrochen. Ja, und direkt der nächste nachgewachsen. Alter, ich kann die Höhle bald nicht mehr sehen. Oh, wir haben es ja gar nicht geschafft. Das finde ich mal lange. Was macht denn eigentlich Wallert? Ach, wir sind ja schon beim Folgenende. Ach, ich will trotzdem mal angucken, was du jetzt gerade machst, Wallert. Ja, ich gucke auch gerade. Ach, das macht er nicht. Schon wieder am Verzweifeln hier? Naja, jetzt mal den hier. Dann was hast denn du da jetzt anders gemacht? Hier kommt, was gucken. Okay, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ja, genau. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Lasst doch Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,